Hallo bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit dem Faktorisieren. Wenn eine Summe oder eine Differenz in ein Produkt umgewandelt wird, nennt man das Faktorisieren. Wie kann man faktorisieren? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens durch Ausklammern und zweitens durch Anwendung einer binomischen Formel rückwärts. Als erstes wollen wir uns das Faktorisieren mithilfe des Ausklammerns anhand von zwei Beispielen betrachten. Die erste Beispielaufgabe lautet 18x plus 9. Die zweite Aufgabe lautet 18xy plus 4x. Im ersten Schritt wird die Zahl und oder die Variable bestimmt, die in beiden Teilen der Summe bzw. Differenz vorkommen. In unserem ersten Beispiel haben beide Summanden als Teiler die Zahl 9. Der gemeinsame Faktor 9 wird vor die Klammer geschrieben. Und die Zahlen und Variablen, die übrig bleiben, in die Klammer. In einem dritten Schritt kann die Probe durchgeführt werden, indem das Produkt wieder in eine Summe umgewandelt wird. Betrachten wir nun die zweite Beispielaufgabe. Sie lautet 8xy plus 4x. Wir sehen, beide Summanden haben als Teiler eine Zahl und eine Variable, nämlich 4x. Hier ist zu beachten, wenn ein Summand komplett ausgeklammert wird, wie in unserem Beispiel die 4x, dann bleibt in der Klammer immer die Zahl 1 übrig. Der gemeinsame Teiler für x wird vor die Klammer geschrieben. In der Klammer bleiben übrig 2y plus 1. Auch in diesem Beispiel kann die Probe durchgeführt werden, indem das Produkt wieder in eine Summe umgewandelt wird. Nun wollen wir uns mit der zweiten Möglichkeit des Faktorisierens beschäftigen. Hierbei handelt es sich um die Anwendung einer binomischen Formel rückwärts. Dazu sollte man sich ganz kurz mit den binomischen Formeln noch einmal beschäftigen. Man geht dann beim Rückwärtsrechnen von der Summe bzw. Differenz einer binomischen Formel aus und formt diese in ein Produkt um. Unsere Beispielaufgaben lauten erstens x² plus 4x plus 4 und zweitens 16a² minus 36b². Wir sehen beim ersten Beispiel, handelt es sich um die erste binomische Formel und bei dem zweiten Beispiel um die dritte binomische Formel. Im ersten Schritt wird die allgemeine Form mit Platzhaltern geschrieben. Für die Platzhalter x und y werden nun die entsprechenden Zahlen für unser Beispiel gesucht. Da in unserem Beispiel y² gleich 4 ist, wissen wir, dass y gleich 2 ist. Wir setzen nun in den Mischterm 2xy unseren ermittelten y-Wert von 2 ein. Wir erhalten 2 mal x mal 2 ergibt gleich 4x. So erhalten wir als Ergebnis der Rückwärtsrechnung, Klammer auf x plus 2, Klammer zu zum Quadrat. Im zweiten Beispiel müssen wir die dritte binomische Formel anwenden. Diese lautet, Klammer auf a plus b, Klammer zu, multipliziert mit Klammer auf a minus b Klammer zu ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Die dritte binomische Formel kann also angewendet werden, wenn zwei Quadrate subtrahiert werden. Die Aufgabe wird mit Hilfe von Platzhaltern wieder gelöst. Um a und b zu ermitteln, werden jeweils die Wurzeln aus den Termen gezogen. So ist die Quadratwurzel aus 16 4. Und die Wurzel aus a Quadrat ist a. Wir erhalten also 4a. Die Wurzel aus 36b Quadrat ist 6b. Im Ergebnis lautet die dritte binomische Formel für unser Beispiel, Klammer auf, 4a plus 6b, Klammer zu, multipliziert mit Klammer auf, 4a minus 6b, Klammer zu, ist gleich 16a Quadrat minus 36b Quadrat. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst.
Wenn eine Summe oder eine Differenz in ein Produkt umgewandelt wird, nennt man das Faktorisieren. Durch zwei Möglichkeiten kann man faktorisieren. Einmal durch Ausklammern und zum zweiten durch die Anwendung der binomischen Formeln. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere verschiedenen Playlists. Unsere Lernvideos kannst du unter dem folgenden Link abrufen. Im Google Play Store steht dir unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System verfügbar. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil der Animation ist, dass du den Inhalt an deine individuellen Wünsche anpassen kannst. Also bis gleich bei Learning Level Up.